Ziegelsteine her. Wie gesagt, es wäre später bestimmt sowieso nochmal ändern, also auch egal. Egal. Der sollte natürlich nicht weg. Ma, jetzt hatte ich natürlich da keine Erde mehr. Ich brauche da Erde. So. Der Schaufel ist auch schon wieder zur Hälfte weg, ey. Wird mir echt langsam eine irgendwie mit Haltbarkeit verzaubern. Glaube ich mal angebracht. So, dann kommt quasi der Weg hier so an, so. Mann! So. Hier so an. Und hier in der Mitte noch irgendwie ein Brunnen oder sowas halt. Das wundert ich denn ja gerade die Erde abgetragen. So. Also hier. Schaufel in der Hand und los geht's. So, was Neues hier, Erde abbauen, Mensch, hatten wir noch nie. Aber egal. Erstmal unwichtig. Ja. Und ich denke mal, dann werde ich eben noch kurz die andere Seite hier fertig machen und dann fange ich endlich mit den Feldern an. Wenn ich die so auch noch weiß, wie das hier war. Auf jeden Fall. Ich glaube, so in etwa war das irgendwie. Dann hier der, der. Und nein, nicht weg da. Vierzer. Nochmal zwei, also quasi hier zwei, da zwei, da eins. Hatte ich das, glaube ich, getuten, taten? Könnte so gewesen sein, egal. Ich mache jetzt erstmal hier die Erde weg. Mache weg. Und dann halt mal gucken. Ah, nein. Steinziegel, nicht Ziegelstein. Mensch. Komm ich sogar schon mit dem Namen durcheinander. Ja. So, hier noch schnell rüber, so. Machen wir auch nochmal kurz den Weg dahin und so und weißt du Bescheid und... Ach, und kacke hier. Meine Sprachbegabung ist echt... Gut. Könnte man so sagen, ne? Oh, da ist sogar noch Kohle. Nicht mal ein Level rausgekommen. Was soll denn der Scheiß? Jetzt noch schnell für die Ziegelsteine hier Platz machen. Das da weg. Das da. Diesen da. Auch noch. Spitzhacke in der Hand. Und Rini klopft. So, jetzt noch hier kurz ein paar Steinchen verbauen und dann einfach nur ein ganz einfaches Feld bauen. Mehr will ich doch danach gar nicht. Das heißt, ich brauche einmal Feldhacke. Also quasi muss ich sowieso zum Lager. Hilft nix. Sowieso Nacht. Kann ich nochmal pennen gehen. Dann mal gucken. Ah ja. Ich brauche einen Apfel. Ein paar Vitamine. Miam, miam, miam. Wie sieht eigentlich meine Rüstung aus? Na. Hose könnte vielleicht. Und Helm, naja. Naja, ja, naja. Ja, es war richtig. Hui. Und ins Bettchen gesprungen. So, was kann denn mal hier weg?
Die Samen brauche ich gleich, also nehmen wir die mal mit. Aber die Blumen doch nicht. Wir haben Erde brauche ich, also lege ich erstmal Steinziegel und Ziegelstein ein bisschen weg. Kann ich dir schon mal sagen. Und die Cobblestone brauche ich auch nicht. Also weg damit. Ja. Die eine Kohle, die kann auch weg. Dahin. Dahin. Genau. So. So, Ziegelsteine wegpacken. Die waren da. Ja, waren sie. Nein, waren sie nicht. Warum? Hä? Das verstehe ich nicht. Da ist Sand und Sand. Da ist Sand und Glas und das ist das hier Sandstein oder was? Ich glaube, das hatte ich vorhin aus den Arenen gepackt. Ups. Falsche Taste so. Und dann kommt hier also Sand hin. Mal gucken, ob ich hier nicht noch auszusehen irgendwas drin habe. Ah, so. Geordnet. Perfekt. Was haben wir noch, was wir nicht brauchen? Eigentlich nichts, so. Also jetzt erstmal die Erde mitnehmen. Dann eine Feldhacke bauen. Nehmen wir mal Diamanten für, wir haben es ja immer noch. Erde, so. Oh, die Wassereimer brauchen wir noch. Aber erstmal. Ja gut, den Apfel können wir auch erstmal essen. Ich glaube, wir haben heute mit 11 Diamanten angefangen. Kann das sein? Und jetzt haben wir noch. Ja. Ah, was soll's. Holz, also 2 Stickies. Ja, damit. Nein, das Eisen kann mir weg. So. Jetzt noch schnell gebastelt. So. Und was haben wir denn hier eigentlich noch so? Wir haben Melonen, will ich jetzt nicht haben. Will ich Melonen? Ach, glaube ich nicht. Ich will Karotten und Kartoffeln anbauen. Gut. Tür auf. Ja, Tür auf. Und ich muss mal kurz weg. So, da bin ich wieder. Ja, da kam gerade meine Mom nach Hause und so. Nicht vergessen, die Tür zuzumachen. Links zu, links zu. Schon was wieder vergessen, nur weil ich mal kurz ein paar Minuten weg war. Ja. Was war der Plan, Feld? Ey, ich war, keine Ahnung, 5 Minuten weg und schon alles vergessen. So. Erstmal noch ein bisschen Wasser holen. Water. Water, Water. Nehmen wir mal hier. Müsste klappen, genau. Das habe ich mir gedacht. 6 volle Eimer Wasser oder so? 2, 4, 6. Ja, stimmt. Gut. Nicht, dass ich hier noch Lügen erzähle. Ja. Und jetzt ab zu den Feldarbeiten. Aber erstmal ein paar Vitamine. Immer dran denken, Vitamine sind gut. Ich werde wieder ein bisschen wegzoomen hier. So aus, na, das hin. Ja, so ein richtig schöner Kreis ist das echt noch nicht. Ah, da werde ich nachher gleich nochmal nachher. Okay, ich werde es nicht heute machen. So, festgelegt heute nicht mehr. Ich werde jetzt erstmal hier mein Feld bauen. Danach werde ich erstmal. Nach dem Feld, schätze ich mal, sollte ich doch schon einige Zeit aufgenommen haben. Na, dass es erstmal für bestimmt 1,5 Wochen reicht. Schätze ich mal. Ich bin gerade mal überlegen, ob ich da nicht auch eine Windmühle aufs Feld bauen sollte. Wie ich schon bei meiner Showwelt da mal hab. Bei der bei Black White City. Habe ich ja so ein Feld davor. Ich glaube, sowas in der Art könnte ich eigentlich mal bauen. Wäre doch eigentlich mal angebracht. Dann kriegt man gleich ein bisschen Struktur rein und so, was ich alles. Ach genau, da
das fällt mir gerade wieder ein, was ich letztes Mal als Idee hatte mit diesen Türmen und so. Ich glaube echt, das werde ich machen. Ja. Aber das wird dann halt so. Dann wird das hier quasi das Showfeld, also das Vorzeigefeld, und dann werden die Türme die praktischen Felder. Aber das mit den Türmen, das dauert bestimmt noch. Ich will jetzt halt auch nicht zu viel auf einmal versprechen. Also, mache ich erstmal lieber das, was ich gerade mache. Mann, ey. Jetzt fällt es gerade hier voller mit den Lexus. Gefällt mir gar nicht. Ah, trotzdem läuft es halt ohne Avira. So mit Avira aus einiges flüssiger. Bin noch nicht 100% flüssig. Naja, man kann ja nicht alles haben. Leider nicht. Obwohl es manchmal, glaube ich, auch besser ist. Da könnte ich auch mal jetzt voll die philosophischen Abhandlungen drüber halten, aber... Nee, das nicht, aber... was wäre denn eigentlich, wenn man wirklich... Muss man sich ja vorstellen, wenn man einfach wirklich alles kriegt, was man will, also... Ich will es mal so ausdrücken, es gibt bestimmt auch irgendwo... ein paar Kinder, sage ich mal... wo die Eltern zum Beispiel nicht so viel Zeit haben, weil sie eben mit ihrem Job so viel zu tun haben oder so, und deshalb... halt dem Kind alles kaufen und so, weil sie dann zum Beispiel durch den Job ziemlich viel Geld haben oder so. Quasi, dass das Kind vom Materiellen her alles kriegt, was es will, aber... so irgendwas mal mit den Eltern unternehmen oder so, würde es dann wahrscheinlich ja kaum. Und deshalb, alles was man will, ist es dann ja auch nicht. Und was auch nicht sein kann, also ich denke mal, es gibt einfach niemanden, der auf die Dauer wunschlos glücklich sein kann. Das geht einfach nicht, finde ich. Weil, wenn man dann einfach alles hat, was man will, dann muss man ja gar nichts mehr erreichen. Dann vegetiert man so vor sich hin. Und dann ist irgendwann Schicht im Schacht, weil, keine Ahnung, dann ist ja echt alles... ja, eigentlich schon irgendwie sinnlos geworden, weil... man hat alles, was man haben will. Wozu soll man sich dann noch für irgendwas anstrengen oder so? Und, nee... deshalb ist auch ganz gut, dass man mal nicht immer alles kriegt oder so. Sage ich mal. Oder beziehungsweise, dass man sich... naja... man kann einfach nicht wunschlos sein, denke ich mal. Irgendeinen Wunsch hat man immer. Mag ja auch so komisch sein oder so. So. Und deshalb, naja... ich glaube, das liegt auch in der menschlichen Natur. Fällt mir ein, ich hätte ein paar Cobblestone-Zäune bauen sollen, auch wenn es da vielleicht noch kein Tor gibt, aber ich will ja keinen normalen Zaun rumpacken. Würde dann, glaube ich, thematisch nicht ganz so gut passen. So, und wie dann das alles ist, also hier mit dem Abrunden und sowas, dass es auch gut aussieht, das werde ich dann später alles noch machen. Jetzt erstmal nicht. Und jetzt kommt wirklich erstmal nur so quasi das Rohfeld. Und ich weiß noch nicht genau, vielleicht mit einer Mühle in der Mitte, vielleicht noch nicht. Ich glaube, ich habe zu wenig Erde, könnte es sein. Könnte sein. Muss ich gleich noch irgendwo ein bisschen Erde abholen. Na gut, das dürfte auch nicht so das Problem werden. Hier ist ja überall Erde. Naja. Doch, ich glaube, ich habe, wo ich gerade drüber nachdenke, weil ich ja gerade noch da mit diesem haben und nicht haben und so. Ich glaube, wir hatten genau vor einer Woche habe ich die letzte Aufnahme gemacht, weil da hatten wir nämlich Ethik, was nicht ausgefallen ist, und da hat er ja mein Kumpel den Vortrag. Genau, das war es. Aber das werde ich jetzt nicht nochmal aufwärmen, das habe ich letztes Mal zur Genüge getan, da habe ich echt ziemlich viel Scheiß drüber gelabert, glaube ich. Okay, die Erde reicht lange nicht aus. Haben wir noch zwei Stacks oder so? Ah, ist schon der letzte Stack, ja. Hat sich's. Naja. Naja. Ah, das Wasser will ich wenigstens zukriegen.
Also machen wir hier mal ein bisschen Sparmaßnahmen. So.